Ja, also hier ist deutsche bzw. sächsische, genauer gesagt Chemnitzer Handwerkskunst, Tischler Handwerkskunst in Eiche über 3 Etagen mit vielen, vielen Büchern und anderen Dingen. Und das ist jetzt vom Kellergeschoss aus das Treppenhaus, das die Handwerkskunst, die Chemnitzer Tischlerhandwerkskunst. Mit Karl May, mit Hans Dominik, mit dem Mosaik von Hannes Hegen, den Dickedachs und Ritter Runkel. Einer kleinen Gaube mit Schreibmaschine und Dampfmaschine. Manfred Krug fehlt natürlich auch nicht.